Ja, herzlich willkommen im Taz-Studio zu der Buchvorstellung von Dennis Odes neuem Roman Ich stelle mich schlafend. Dennis Ode, ganz kurz, eine kurze biografische Angabe, ist 1988 geboren und dann aufgewachsen in Frankfurt-Sindlingen, in der Nähe von Frankfurt. Sie ist seit 2011 in Leipzig, hat hier Germanistik studiert und ihre Romane geschrieben, ihr Debüt, Streulicht, von dem haben Sie vielleicht gehört, ist vielfach besprochen worden, sogar vielfach ausgezeichnet worden, auch unter anderem dem Jürgen Ponto Literaturpreis, dem Aspekte Literaturpreis und war nominiert für den Deutschen Buchpreis, der, glaube ich, nicht der hochdotierteste Preis in Deutschland, aber schon einer, der zumindest große, sehr große Aufmerksamkeit kriegt. Herzlich willkommen erstmal, Dennis Ode. Hallo. Ja, der zweite Roman, Ich stelle mich schlafend, doch eine ziemlich andere Erzählung als das, was du in deinem ersten Roman gemacht hast. Jetzt sage ich schon du, wir haben uns vorhin geduzt. Ja, ist doch gut. Okay. In diesem Roman geht es zumindest, sagen wir mal, von den Dramen her um Yasemin und ihre erste Liebe Vito, in den sie sich mit ungefähr 14 verliebt und den sie nach etwa 20 Jahren wieder trifft und sich erneut in ihn, nennen wir es, verliebt. Dazwischen passiert einiges und danach passiert auch noch einiges, Dramatisches auch, sowohl zwischendrin als nach diesem Treffen. Aber fangen wir an damit, wo der Roman spielt, in welchem Setting. Es geht um eine Hochhaussiedlung, in dem die sich aus kennenlernen. Was ist das für eine Gegend? Beschreib die mal. Genau, also die beiden wachsen auf in einer Hochhaussiedlung, die aus mehreren Häusern besteht, die miteinander verbunden sind und schlangenförmig inmitten von niedrigeren Häusern stehen und sind in einem Aprikoton gestrichen, der aber langsam grau wird. Und drumherum gibt es eben niedrigere Wohnhäuser und daneben einen kleinen Park mit so einem künstlich angelegten Kanal, der in so altem Kopfsteinpflasterbett vor sich hinfließt. Und es gibt einen Bolzplatz, der eingezäunt ist, also so ungefähr in dem Setting wachsen die beiden auf. Und sie sieht ihn zum ersten Mal auf einem Balkon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Sie sieht ihn aus der Tür treten, als sie morgens zur Schule gehen will. Und in ihrer Erzählung sind sie beide gleichzeitig aus der Tür gekommen und ihre Blicke haben sich getroffen. Und es war dann für sie Liebe auf den ersten Blick. Vito hingegen kann sich daran nicht so wirklich erinnern. Also er hat sie eigentlich gar nicht wahrgenommen. Aber Yasemin hat halt dann ab dem Zeitpunkt so ihren ersten Schwarm und ihre erste Verliebtheit. Und himmelt ihn erstmal von Weitem an, stalkt ihn vielleicht sogar so ein bisschen. Also sie geht dann eben auf ihren Balkon und wartet, bis er rauskommt, um rauszufinden, welche seine Wohnung ist. Und in dieser Zwischenzeit, bevor sie sich wirklich kennenlernen, projiziert sie eigentlich alle ihre Wunschvorstellungen auf ihn. Jetzt hast du ja schon beschrieben, wo die groß geworden sind. Das ist schon sozusagen jetzt nicht gerade eine reichste Gegend einer Stadt. Wie ist denn das Elternhaus von Yasemin? Das wird ja ein bisschen näher auch beschrieben am Anfang. Was macht der Vater, was macht die Mutter? Ja, Yasemin wächst eben in so einer kleinen Wohnung auf mit ihren beiden Eltern, die aber beide sehr abwesend sind. Der Vater ist oft weg beruflich, der ist Maler und die Mutter ist gedanklich sehr abwesend. Also sie beachtet sie entweder nicht oder meckert an ihr herum, dass sie gerade sitzen soll und hat so eine gewisse Härte, mit der sie sich selbst, aber auch Yasemin behandelt. Also sie ist irgendwie sehr perfektionistisch und den ganzen Tag mit Bügeln beschäftigt. Und wenn ein Geschirrtuch nicht richtig eine Falte hat, dann fängt sie mit dem ganzen Stapel von vorne an und verordnet sich Haferkuren zur Abhärtung. Also das sind so... diesen Umgang mit sich selbst lernt Yasemin quasi auch von ihr. Also keine ganz leichte Kindheit. Ja.
Vielleicht liest du mal die erste Stelle, die du rausgesucht hast, damit wir sowohl Yasemin als auch Vito ein bisschen näher kennenlernen. Genau, ich lese jetzt die Stelle, wo Yasemin und Vito sich zum ersten Mal treffen. Yasemin war überzeugt, dass es ihr Zauber gewesen war, der Vito in ihr Leben gebracht hatte. Sie tauschten Telefonnummern und verabredeten eine genaue Uhrzeit, damit nicht versehentlich die Eltern den Hörer abnahmen. Jasse verschwieg ihren Schwarm zu Hause, bis die Verhältnisse geklärt waren. Schlug Treffen aus, weil sie zu nervös dafür war. Schlief wenig und war trotzdem voller Energie. Die Telefonate zogen sich bald über Stunden. Ihrer beider verhaltenes Gekicher in der Muschel, nicht schrill, mehr flüsternd. Es war vor der Klärung der Frage, ob sie eigentlich zusammen waren. Diese erste Erfahrung einer Lebensveränderung, die aus einem neuen Menschen bestand. Alles wäre möglich gewesen. Diese Aufgekratztheit eines Neuanfangs, des ersten überhaupt, die Blaupause für jeden weiteren. Es war eine Verheißung, diese goldene Erscheinung, die Vito war, seine Iris aus flüssigem Waldhonig und alles, was Yasemin sich wünschte, war die Berührung ihrer Arme, wenn sie eines Tages nah beieinander stünden, war, eins seiner Hemden zu leihen, am liebsten das Gelbe, und damit an einem der Feuer im Garten der Freunde ihrer Eltern zu sitzen. Sie stellte sich vor, Marshmallows über die Flammen zu halten und dabei ganz eingefasst von Vitos Geruch zu sein. Den süßen weißen Schaum, an dem sie sich die Lippen verbrannte. Gewaschen und einmal getragen wäre das Hemd, es duftete nach seinem Cologne und seiner Haut. Wenn sein Lachen hervorbrach, war es genauso schnell verschwunden, als fiele ihm ein dunkles Geheimnis ein, eine Erfahrung, die er mit niemandem teilen wollte. Eine Erinnerung an einen vergangenen Sommer zum Beispiel. Eine Stunde am Fenster, bei der er nichts getan hatte, als den Mauerseglern zuzuschauen, vom 10. Stockwerk aus. Dabei schloss Jasse von sich auf ihn. Sie wollte jemanden, der ähnlich sei. Sie konnte nicht wissen, dass sein Geheimnis ein anderes war. Ihr erstes Treffen fand am Kanal statt. Inzwischen war es März geworden, aber kalt war es noch immer. Die Bäume standen in diesem kahlen Vorfrühling mit silbriger Rinde, einzig die Weiden hatten von weitem gelbe Strähnen, die Wiese getränkt von Schmelzwasser. Zu Hause erzählte sie, dass sie Immaculata zu ihrem Malkurs begleite. Welcher Markus? Die Alarmbereitschaft des Vaters bestätigte Yasemin ihre Vorsicht. Kein Markus, beschwichtigte Yasemin, nur ein Malkurs, Aquarell, Landschaftsmalerei, nicht mal Menschen seien auf ihren Bildern zu sehen. Vito und sie, wie impressionistisch getupfte Figuren auf dem Sandweg zwischen dem Gras, unter einem grauen, sich tief zur Erde neigenden Himmel. Es regnete nicht, auch wenn es jeden Moment danach aussah. Vito führte sie am Kanal entlang, der ruhig in seiner Betonröhre dahinglitt. Sie gingen mit einigem Abstand, beide unsicher, ob eine Annäherung angemessen wäre. Dieser Frühling in der Luft, der eigentlich noch Winter war, feuchte Erde, die Schneeglöckchen, die für diese kurze Zeit die Liegewiesen eroberten. An einer Stelle, knapp vor der Biegung, befand sich die Stromschnelle, die am Ufer von Streben abgesichert war. Es gab einen Strudel, der einen nach unten ziehen konnte, fiele man ins Wasser. Ein Schild wies darauf hin, Achtung, Lebensgefahr. Es war nicht sicher, ob dort schon einmal jemand umgekommen war oder ob das Schild aus reiner Vorsicht angebracht wurde. Sie beide fanden es aufregend morbid, sich gerade hier für eine Weile auf den kalten Steinboden zu setzen und die Füße über der gurgelnden Wasseroberfläche baumeln zu lassen. Vito schlang eins seiner Lederarmbänder um das Metall und verödete die Enden mit einem Feuerzeug. Es war das erste Mal, dass jemand ihre Hand nahm. Vitos sehnige Finger, die Schwere seines Körpers neben ihr, die sie meinte, in der Luft, die ihn umgab, wahrzunehmen. Ungläubig betrachtete sie jede Einzelheit an ihm, die feinen Poren seiner Haut, das Haar, das an den Stellen, an denen er mit dem Gel nachlässig gewesen war, zwischen hellbraun und blond changierte. Wie eine Pranke fühlte sich seine Hand in ihrer an, rau und etwas schweißig. Sie liefen weiter zur Biegung, das Schilf rauschte in der künstlich angelegten Erholungslandschaft, ein paar Blässhühner glitten vorbei. Vito erzählte von seinen Liedern auf Schneidegras. Er wurde immer mutiger, lachte laut, bemerkte, wie Jasse entrückt in seinen offenen Mund schaute. Sein Kompliment, dass sie schöne Augen habe,
Das haben dir bestimmt schon viele Leute gesagt. Mit einer Selbstverständlichkeit ausgesprochen, dazu seine Brauen auf dem Stirnbein, die ganze Schönheit seines Gesichts. Sie zögerten die Trennung hinaus, drückten sich an der Mauer zwischen den Nummern 48 und 49 herum, die von der Straße nicht einsehbar war, wo ein paar versehentlich gestreute Hecken wucherten, die früh austrieben und im Schatten des Gemäuers übergroße Blätter ausbildeten, um das wenige Licht einzufangen. In den Wurzeln verhakten sich die Plastiktüten, die der Wind von den Mülltonnenverschlägen herüberwehte. Vito drängte Yasemin an die Wand, er überragte sie um einen Kopf, so standen sie, die Hände ineinander verschränkt, und starrten sich in die Augen. In Vitos sonst so unbewegter Miene brach etwas auf. Er schmunzelte, als wäre er amüsiert von Yasemins Entrückung, als wisse er um seine Wirkung. Ihr fielen seine eingerissenen Mundwinkel auf. Sie sagte ihm, dass er ab und zu Obst essen solle. Vitamin-C-Mangel, daher komme es, und strich ihm über die Wange. Danke. Ja, im Laufe des Buches erfahren wir, dass es nicht wirklich Vitamin-C-Mangel ist, was die Mundwinkel einreißen lässt, oder das vielleicht auch. Aber es klang ja schon an, also er hat ein Geheimnis. Vito wird charakterisiert, vielleicht kurz nochmal auch vielleicht zur Konzeption des Buches. Das ist ja sozusagen geschrieben aus der Erinnerung von Yasemin. Ja. Nicht ganz chronologisch, sondern es beginnt im Jetzt, im Heute, und sie erinnert sich dann sozusagen auch in Gesprächen mit Freunden an diese Zeit mit Vito, an die beiden Zeiten mit Vito und ihr Leben sozusagen. Das heißt, wir erfahren nach und nach eigentlich erst, obwohl wir, ich nehme es nur nicht vorweg, ich sage nur, wir das Schicksal von Vito, das kennen wir so halbwegs. Mhm. Am Anfang und uns wird dann sozusagen, umso weiter die Geschichte geht, umso näher wird uns der, umso mehr lernen wir ihn kennen. Das heißt aber relativ am Anfang, er sei eigentlich ein Schauspieler oder sie charakterisiert ihn mal als Schauspieler. Was meint sie damit? Vito hat nicht wirklich ein eigenes Innenleben. Also er ist sehr leer und lässt auch nichts wirklich aus sich herausdringen. Also er hat eben dieses statuhafte Gesicht und zeigt darauf eigentlich keine Regung und ist aber sehr angewiesen auf die Anerkennung anderer Leute. Also er kann irgendwie aus sich selbst keinen Selbstwert letztendlich schöpfen, sondern ist eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Zuspruch und wird auch sehr wütend, wenn er den nicht bekommt, wenn er sich irgendwie zurückgesetzt fühlt oder gekränkt wird. Er hat einen sehr guten Freund namens Sascha und der wird so ein bisschen als das Gegenteil von ihm beschrieben. Warum hast du diese beiden sozusagen so als gegensätzliches Paar konstruiert? Ja, Sascha ist ein sehr empfindsamer Typ, der aber nicht danach aussieht. Also er ist auch sehr groß und hat eine Glatze rasiert und trägt schwere Springerstiefel und wird von seinem Umfeld respektiert. Einerseits, weil die Leute auch so ein bisschen Respekt vor ihm haben, weil er eben sehr stark aussieht. Aber auch, weil er so ein hilfsbereiter Typ ist, der einfach selbstverständlich Leuten die Bierkästen hochträgt oder sowas. Und Vito hängt sich so ein bisschen an Sascha ran, weil er eben merkt, der bekommt diese Anerkennung, die ich haben will. Und gleichzeitig nutzt er ihn aber dabei auch so ein bisschen aus. Und ich wollte eben mit dieser Beziehung zwischen den beiden zeigen, dass Vito sich nicht nur in Liebesbeziehungen so verhält, also so schlecht seine Freundin behandelt, sondern dass er eben auch in Freundschaften so eigentlich immer darauf aus ist, einen eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Es gibt ja noch ein bisschen mehr Personal auch in dem Buch. Recht am Anfang kommt eine Freundin von, vielleicht nicht die Immaculata, kam ja schon vor. Mhm. Und dann gibt es noch eine Lydia, die einen Beauty-Salon betreibt, bisschen schrill ist, bisschen esoterische Ansichten hat, ja. Und vor allem sehr viele Männer. Ja. Was ist das für eine Figur? Ja, Lydia ist für Yasemin wie so eine Art mütterliche Figur, eher wie so eine coole Tante. Sie ist auch ihre Nachbarin und wohnt eben im Erdgeschoss und hat dort nach einer Krankenpflegeausbildung ihr eigenes Kosmetikstudio eröffnet und Fußpflegestudio auch. Und sie ist eigentlich so diejenige, wo Yasemin sich ihre Ratschläge holt. Und sie
ist zwar irgendwie so eine schrille Person, aber gerät auch immer wieder an blöde Typen. Also sie hat immer wieder wechselnde Freunde, die sie dann irgendwann beklauen oder auch handgreiflich werden. Aber Lydia hat eben so eine resolute Art, damit umzugehen. Sie hat so den Spruch, den habe ich abgesägt, und dann ist die Sache für sie auch erledigt. Es ist ja ein bisschen so, dass wir einem Teenager im Prinzip, einem weiblichen Teenager dabei zugucken, wie er erwachsen wird, wie er seinen Körper erfährt, ja, wie er sein Ich, was auch immer das sein soll, finden, also der Kampf eigentlich darum ist, zu finden. Bevor wir aber da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, es gibt eine Stelle, da sagt Yasemin über diese erste Beziehung oder das erste Verliebtsein zu Vito, es war eine Verstrickung, keine Verliebtheit. Was meint das? Das war auch so ein bisschen als Foreshadowing schon gemeint, der Satz. Aber es ist eben, ihr wird halt im Nachhinein klar, dass sie nicht wirklich in ihn als Menschen verliebt war, sondern dass sie eben ihre Sehnsüchte auf ihn raufprojiziert hat und sich dadurch irgendwie auch abhängig von ihm gemacht hat. Also sie dachte eben, er ist der schicksalhafte eine Mann für sie. Und deswegen hatte sie natürlich das Gefühl, sie muss irgendwie auch bei ihm bleiben, oder sie, wenn sie ihn wieder trifft, dann muss sie natürlich mit ihm zusammenkommen und verstrickt sich eher so in ein Abhängigkeitsverhältnis dadurch. Mein Leseeindruck war jedenfalls, dass Vito und Yasemin trotz allem gewisse Ähnlichkeiten haben. Oder habe ich das falsch gelesen? Inwiefern? Das finde ich interessant. Ja, also auch sie ist in gewisser Weise jemand, die, tja, ist sie nicht auch leer, so wie Vito? Sie hat halt, sie stellt sich natürlich ständig Fragen und sie reflektiert das. Von Vito wissen wir das natürlich nicht wirklich, weil es ja auch, es wird zwar nicht, ist keine Ich-Erzählung, aber es gibt auch bei ihr natürlich eine gewisse Leere, mit der sie ja auch kämpft die ganze Zeit. Ja, also ich glaube, beide wachsen halt in so leeren Elternhäusern auf. Also Vito lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter, die halt auch die ganze Zeit weg ist und auf Arbeit, und schließt sich so in seinem Zimmer ein und hat nicht wirklich Kontakte außer halt Sascha. Und auch Yasemin wird ja viel allein gelassen. Und es ging mir schon darum, irgendwie so die zwei Möglichkeiten zu zeigen, in welche Richtung sich jemand entwickeln könnte, der in so einer Art Leere aufgewachsen ist. Aber Yasemin ist gleichzeitig auch irgendwie sehr angefüllt mit Schuldgefühlen. Also sie besteht ja eigentlich nur aus dem Gefühl, an irgendwas schuld zu sein oder mit einer existenziellen Schuld durch die Gegend zu laufen, und verlagert deswegen sehr viel ihres Verhaltens so auf Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick keinen Sinn machen, auf den zweiten vielleicht schon. Also sie ist sehr viel damit beschäftigt, zu putzen auch und sich eben selber zu waschen und so. Und kommt in der Hinsicht, also macht in der Hinsicht eher so die ganze Zeit irgendwelche Ausweichhandlungen und verlagert, anstatt dieses Problem der existenziellen Schuld anzugehen und sich zu fragen, woher sie kommt, versucht sie irgendwie aktiv dagegen anzugehen, indem sie die Dinge tut, die sie meint, die helfen würden. Was ja naheliegend ist eigentlich. Die Frage, woher dieses Gefühl, nie unbefleckt gewesen zu sein, ist so eine Formulierung, die du hast. Immer nie die Unschuld verloren zu haben, weil die Unschuld gar nie da war, weil von Anfang an war Schuld da. Die Frage, woher dieses Gefühl der Schuld kommt, ist nicht richtig geklärt. Nee, das bleibt auch für Yasemin eher so, glaube ich, diffus. Es gibt zwei Schlüsselszenen, die ich dafür, also die man so nehmen könnte als den Ursprung dieser Schuld. Die eine ist Yasemins Zeugung, von der sie immer Geschichten von ihren Eltern hört, wie sie so eigentlich mehr so beiläufig wie eine witzige Anekdote auf Feiern davon erzählen, dass Yasemins Mutter sehr betrunken war in dieser Nacht. Und dass eigentlich nicht richtig klar ist, ob sie wirklich bei Bewusstsein war und ob sie wirklich dem hat zustimmen können. Und das andere ist, dass sie an ihrem 14. Geburtstag, den sie bei Lydia feiert, wo sie eine Übernachtungsparty organisiert hat, dann bei Lydia im Bett schläft, und in der Nacht schleicht sich ihr Freund, ihr aktueller Freund, herein. Also Lydias Freund. Lydias Freund, genau. Und Lydia möchte halt nicht mit ihm schlafen, weil halt Yasemin daneben liegt, aber er setzt sich halt über ihr Nein hinweg. Und das sind beides so Momente, wo Yasemin das Gefühl hat,
sie trägt die Schuld an diesen Dingen. Also sie, auch in der Situation mit Lydia, hat sie das Gefühl, sie würde ihrer eigenen Zeugung eigentlich beiwohnen. Das ist ja auch, tja, verraten wir das jetzt, was mit dem Titel auf sich hat, der ja unmittelbar sozusagen an diese Szene anschließt. Ne? Genau, also in dem Moment stellt sie sich eben schlafend, als dieser Freund hereinkommt und macht eben diese Ohnmachtserfahrung und hat erstmals also die Berührung mit einem tatsächlichen Übergriff. Stichwort Übergriff tatsächlich. Ich habe mich beim Lesen, als ich noch gar nicht zu Ende war, gefragt, ist das ein MeToo-Roman? Würdest du ihn auch als solchen bezeichnen oder findest du, das ist viel zu weit gegriffen? Ich weiß, also ich glaube, ich würde ihn selber nicht so bezeichnen, weil ich es irgendwie schwierig finde, so ein Schlagwort auf so einen ganzen Text zu setzen, der ja auch noch andere Ebenen hat. Ich glaube aber schon, dass man ihn dort verorten könnte, weil es ja schon auch um ein strukturelles Problem geht in dem Text. Also, dass alle diese Frauen solcherlei Erfahrungen machen und dass es für sie gleichzeitig irgendwie auch so eine merkwürdige Selbstverständlichkeit hat, die eben nur da sein kann, weil es gesellschaftlich irgendwie kein Bewusstsein manchmal dafür gibt, wie weit eigentlich diese Tragweite ist, dieser Erfahrung und wie normal die irgendwie auch sind im Leben von Frauen. Ja, das finde ich nämlich auch und ich finde auch, dass dir das sehr gut gelungen ist, weil man tatsächlich das so kraft liest, vielleicht auch als Frau anders als Mann, davon gehe ich fast aus. Es kommt gegen Ende, glaube ich, fällt dann auch mal dieses Wort Gebüsch, was bei jeder Frau, also ich glaube, jede Frau ist klar, wenn das Wort einfach nur fällt, was für ein Gefühl dahinter steckt, nämlich die Angst, da steht jemand dahinter, der... Ja. Genau. Ja. Vielleicht mal, weil ich es mich auch gefragt habe, zu den Namen. Ich hatte das ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt. Mir ist jedenfalls aufgefallen, also unsere beiden Protagonisten heißen Yasemin und Vito. Fast alle anderen, bis auf Ante, den Barbetreiber. Es gibt eine Bar unten im Haus oder im Viertel. Im Haus, ne? Genau, in dem Haus, in dem Yasse dann als Erwachsene lebt, das eigentlich quasi gegenüber von dieser Hochhaussiedlung ist, ja. Während die Leute... Gut, Ante ist jetzt auch tritt nicht so als großer Charakter in Erscheinung. Aber dann gibt es eben Lydia, Sascha und es gibt noch Hermann. Hermann wird später der langjährige Freund von Yasemin. Also ich glaube, die Zeit reicht auf keinen Fall, das jetzt noch zu erzählen. Aber zur Frage der Namen. Warum sind die einzigen eher deutschen Namen wie Hermann? Hermann ist sehr deutsch. Lydia weiß ich jetzt nicht genau, aber auch Markus, es kommt ein Markus vor, auch wenn der Vater ihn nur nennt, wahrscheinlich, weil er hofft, dass sie, das ist schon meine Anspielung natürlich, einen deutschen Freund hat, aber ist man wählt ja oder du wählst ja Namen wahrscheinlich nicht ganz so beiläufig, die sind ja schon sehr bewusst gewählt. Ja, also viele davon haben sich so schrittweise entwickelt. Yasemin hatte ich schon mal so als Name im Hinterkopf für eine andere Figur. Vito fand ich einfach klanglich sehr schön, aber auch die Assoziation mit dem Leben. Und ich wollte eigentlich die meisten Figuren mit so einem unklaren, also ich wollte jetzt nicht klar sagen, woher die kommen oder deren Familien kommen. Und das auch nicht so unbedingt zum Thema der Geschichte machen, also nicht darin irgendwie einen Grund finden. Das eher so in der Schwebe lassen. Und Sascha, dachte ich mir, könnte eigentlich auch aus Russland kommen oder so. Und Hermann habe ich tatsächlich einfach nach meinem Großvater benannt. Mein Großvater hieß Hermann und deswegen habe ich ihn so genannt. Ich glaube, zum Lesen wird es zu knapp jetzt noch, die zweite Stelle, okay. Oder? Ja. Deswegen, vielleicht erzählst du aber noch mal ein bisschen kurz darüber. Es gibt nämlich noch vor der Trennung von Vito, Trennung klingt schon so schwer, Trennung muss man schon sagen, gibt es ein Ereignis in Yasemins Leben. Sie stürzt vom Pferd, woraufhin sie ins Krankenhaus bzw. zum Arzt muss und dann wird eine Diagnose gestellt. Die habe ich mir aufgeschrieben, aber du kannst das bestimmt alles besser erklären. Was passiert danach mit ihr? Es wird danach eine Skoliose bei ihr festgestellt und das ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, also bei der sich die Wirbelsäule um sich selbst verdreht und so eine S-Form zur Seite hin annimmt. Und sie muss daraufhin in ein Sanatorium,
wo ihr eine bestimmte Art der Krankengymnastik beigebracht wird, um diese Skoliose eben zu stabilisieren. Und das sind sehr merkwürdige Übungen, bei der sie, von außen sieht man nicht so richtig, was dabei passiert. Also die meistens jungen Mädchen stehen halt so in einer Reihe da und drücken zwei Stäbe in den Boden. Also sie strecken sich um wenige Millimeter, atmen in eine bestimmte Stelle, mit der dann die Wirbelsäule aufgerichtet werden soll und drücken dann diese Stäbe in den Boden, um eben die Muskeln dabei anzustrengen, aber man sieht nicht wirklich die Anstrengung dabei. Und das Ganze hat so eine Art ganz komischer Choreografie irgendwie auch. Und ich hatte tatsächlich, zuerst hatte ich vor, über ein mittelalterliches Frauenkloster zu schreiben. Das kommt jetzt total aus dem Nichts, aber ich hatte mich sehr viel mit mittelalterlicher Frauenmystik beschäftigt und habe dann gemerkt, das mit dem Mittelalter, das passt überhaupt nicht in den Text rein, das kam mir auch total künstlich vor. Und ich hatte dann schon so Abschnitte über diese Art der Gymnastik geschrieben und dann war mir aufgefallen, dass das auch wie so eine Art Exerzitien eigentlich sind. Und habe dann diese Übungen verbunden mit einer spirituellen Erfahrung, auch die Yasemin dort eigentlich macht, wo sie dann eben so ein eigenes Körpergefühl entwickelt und auch so eine Art Selbstwirksamkeit, den eigenen Körper nicht kontrollieren zu können, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber eben formen zu können oder darin zu existieren. Ich glaube, du hast auch noch vergessen zu erwähnen, sie kriegt ein Korsett. Also genau, sie, ja. Genau. Und kriegt das irgendwann wieder abgelegt und findet es, ist traurig darüber, dass es abgelegt wird, weil sie durch diese Verschnürung ihres Körpers ein neues Verhältnis zu ihrem Körper kriegt, wie sie sagen. Ja, also im Laufe dieses Sanatoriumsaufenthalts wird dann eben festgestellt, es ist doch zu schlimm, sie muss doch ein Korsett bekommen. Und es ist halt so ein Plastikkorsett aus Hartplastik, in dem so Schaumstoffnoppen drin sind, die eben so den Rücken in die richtige Form drücken sollen. Und das war natürlich, also war für mich ein sehr starkes Bild einfach. Also dieses Gefühl, mit dem Yasemin die ganze Zeit herumläuft, einen gebrochenen Willen zu haben, also auf eine Art ein gebrochenes Rückgrat zu haben, das durch dieses Korsett natürlich stabilisiert wird, aber indem sie auch auf eine Art gefangen ist, weil allein schon der Grundgedanke, eine existenzielle Schuld zu haben, ja eigentlich schon nicht richtig ist. Jetzt hast du genau dieses Wort gemeint, es ist häufig diese Formulierung, Yasemin war aus einem gebrochenen Willen gezeugt worden und an mehreren Stellen ihres Lebens benutzt sie auch immer wieder so eine ähnliche Formulierung, der gebrochene Wille. Mhm. Das ist ja eine sehr untypische Formulierung für das, was damit gemeint ist. Magst du ein bisschen erzählen, wie du es wirklich meinst? Inwiefern untypisch? Also Sagt man gebrochener Wille? Sagt man nicht, man sagt Vergewaltigung? Ach so. ja, tatsächlich, so würde man es nennen. Aber es geht dabei vor allem darum, dass Yasemin kein Gefühl für ihren eigenen Willen hat und was sie eigentlich will und was nicht. Und dass sie auch so die Tendenz dazu hat, dass wenn jemand ihr Nein nicht akzeptiert und da noch nicht mal besonders schon aufdringlich ist, aber nicht körperliche Gewalt anwendet, sondern eben einfach stehen bleibt oder noch mal mehrmals fragt oder so, dass sie die Tendenz hat, den Leuten dann einen Gefallen zu tun, weil sie so große Angst davor hat, dass ihr Wille mit Gewalt gebrochen wird, dass sie ihn sich selber bricht, wie sie sagt, und dass sie halt wie aus so einer Art merkwürdigem Selbstschutz dann auf die Männer zugeht. Jetzt müssen wir leider zum Ende kommen. Ich würde gerne noch so eine Analogie machen, und zwar kennst du sicher und kennen sie vielleicht die Autorin Meli Kiak, die vor, ich glaube, 2 Jahren das Buch Frau sein geschrieben hat, ein Essayband, was großartig ist. Dein neues Buch würde ich fast übertiteln mit Frau werden. Könntest du damit was anfangen? Also das ist natürlich ein schöner Vergleich, also weil ich liebe das Buch sehr von ihr. Auf jeden Fall, also weil wir begleiten Yasemin eigentlich auf einer Reise zu sich selbst auch. Also sie entdeckt ja zum Schluss eigentlich erst, dass ihr Wille gebrochen ist und dass sie auch auf so eine ganz merkwürdig verquere Art einen eigenen Anteil daran hat.
Und wir begleiten sie dabei, wie ihr altes Ich eigentlich stirbt. Also sie hat das Gefühl, sie ist danach nicht mehr dieselbe, sie hat sich verwandelt. Aber wir sehen ihr auch dabei zu, wie sie auf eine Art und Weise neu geboren wird dadurch. Dennis Ode, vielen, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, dass Sie zugehört haben. Die Bücher können Sie da vorne kaufen und Dennis wird bestimmt auch noch ein paar Minuten Zeit haben für vielleicht Fragen und zum Signieren. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.